Guten Tag und willkommen zu Donkey Kong Country Tropical Freeze Part 13. Zuerst will ich erstmal sagen, die Puzzleteile, die ich in Level 2 und Level 3 verpasst habe, waren so easy einfach nur. In Level 2 war das Puzzleteil halt fürs Bananen einsammeln, also direkt am Anfang gibt's so Bananenlinien, da muss man einfach alle Bananen einsammeln. Ich dachte, ich hätte das gemacht, aber habe ich anscheinend nicht. Und in Level 3 ist so ungefähr in der Mitte so ein Kreis aus Quallen. Und dann sind da nochmal so Bananen in der Schnecke angeordnet. Und die habe ich auch nicht eingesammelt. Ja. Zwei einfache Puzzleteile eigentlich. Aber, ja, okay, dann spielen wir halt ohne Dixie. Und ohne Donkey, wenn ich so weitermache. Ja, ich dachte halt, ich hätte die eingesammelt. Habe ich nicht. Dumm. So, mehr gibt's da nicht zu sagen. Okay, da wäre ich fast in den Pinguin reingesprungen, weil... Ja, komm. Ich hätte mir allerdings erst Dixie holen sollen, bevor ich hier in das Bonus-Level reingehe, weil es könnte halt sein, dass man hier verkackt mit Donkey Kong alleine. Das wäre halt schade. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht verkacken jetzt. Das ist mir letztes Mal schon passiert und das brauchen wir nicht nochmal. Absolut nicht. So, jetzt hole ich mir aber erstmal Dixie. So. Weiß gar nicht, ob irgendwie Cranky oder Diddy hier... So, ist mir jetzt egal. Hol jetzt die Scheißherzen nach. Ich weiß gar nicht, ob die hier besser wären, aber ja, in den meisten Fällen braucht man halt Dixie. Und ja, ich weiß, da drüben war ein Herz. Das hätte ich erst einsammeln können, damit ich 3 goldene Herzen bekomme. Aber 2 reichen auch. 2 reichen auch komplett. Vor allem stelle ich mich ja eigentlich einfach nur dumm an gerade. Also muss ich mich halt ein bisschen besser anstrengen. Dann wird das. So, aber erst nochmal schauen, ob hier unten auch wirklich nichts ist. Ja, okay. Nee, 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 nee. Das lassen wir, mein Freund. Da oben ist auch nichts. Wunderbar. Wie viele haben wir denn? 1 von 9. Ja gut, wahrscheinlich ist das so wie bei dem 4. Level. Das war da auch ziemlich, ziemlich ungleichmäßig mit den Puzzleteilen. Da gab es auch zum Ende hin sehr, sehr viele. Bisschen Luft holen. Ich will noch nicht raus, weil ich denke, hier unten gibt es noch was. Obwohl. Auch unwahrscheinlich, ne? Aber diese Blöcke hier sahen halt komisch aus. Konnte man vorher immer zerstören. In Wasserleveln, aber hier anscheinend nicht. Alles klar. Ja, hier gibt es aber was. Ziemlich sicher. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Kann man die zerstören? Ja, komm. Ich versuch's jetzt nicht nochmal. Ich denke, man kann ihn nicht zerstören.
Vor allem, wie es immer unnötig ist, ins Wasser zu gehen. Ich weiß nicht, ob das das Feature von diesem Level ist, dass es halt da irgendwas gibt, aber es eigentlich unnötig ist, aber es ist halt schon ziemlich gemein. Und ich hätte Cranky nehmen müssen, oder? Ah, nee, doch nicht. Okay, dann ist anscheinend kein Secret da oben. Aber hier unten ist eins. Ein Moment. So, das hier wollen wir ja auch mitnehmen. Und dann gehen wir direkt da rein. Ach, hier muss man sogar nichts machen. Also, ich meine, kein Bonus-Level, sondern einfach nur Bananen einsammeln. Cool. Ich sehe da das O oder was das ist. Das, ja, das O. Scheint auch nicht ganz leicht zu sein, oder? Habe ich es sogar jetzt verkackt? Nein. Okay. Wunderbar. Ja, ich bleib diesmal oben. Nur jetzt sollte ich vielleicht mal ins Wasser reinschauen. Ah, ja. Gut, dass ich es gemacht habe. Also gibt's doch ab und zu was da zu holen. Okay. Aber dieses Bonus-Level hier ist sehr gut machbar. Also kann man auch nicht wirklich viel failen. Einen Moment. Alles klar. Hab nur kurz geschaut, ob mein Mikro auch richtig eingestellt ist. Das sah gerade etwas falsch aus. Und dann hätte ich das Level natürlich nicht weitermachen brauchen. Ah, hierfür gibt es nur ein Herz. Ja, und hier gibt es wieder was. Donkey. Ich dachte gerade schon, mich erwischt der Hai. Das wäre richtiger Kack. Das wäre der größte Dreck gewesen. Vor allem, weil es halt nur eine Münze gibt. Was zum Teufel? Alles klar, da oben gibt es anscheinend nichts. Und ich mag es auch nicht, dass die Kamera immer so weit oben bleibt. Oh. Okay, hier wird es ziemlich sicher was geben. Alles klar. Ja, was sammelt er denn nicht die Bananen ein? So. Ich dachte gerade aber auch schon, ich verliere jetzt Dixie an den Trottel. Alles klar. Ja, komm. Wenigstens war es nicht umsonst. Ja gut, das ist einfach. Nein! Okay, wäre sowieso nur eine Münze gewesen. Oh nein. Ja gut, man hatte mehr Zeit, als ich dachte. Ja, das hätte ich vielleicht später einsammeln sollen. Okay,
Hab's aber gut geschafft. So. Ja, und hier braucht man Cranky anscheinend. Ich hab's geahnt. Ich würde ihn halt gern wegmachen. Mir das Herz aufsparen. Alles klar. Wunderbar. Ich glaube, ich muss den Level sowieso nochmal neu machen. Und es gibt nur eine Münze, was? Ja, alles klar. Gibt's hier unten nochmal was? Es war mir so klar. Es war mir so klar. Wie viele haben wir? 8 von 9. Okay. Ja, das geht jetzt aber easy. Moment. Ja, das habe ich gesehen. Alles klar, perfekt. Und sogar noch das DK mitgenommen. Zwar nur Bananen bekommen, aber... schöner Versuch. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Krass. Nicer Level, aber ich... habe irgendwie trotzdem keine Lust, den nochmal zu spielen. Naja, muss sein. Muss ich jetzt durch... Ihr auch. Außer es gibt vor. Durch kann zwangern. Aber jetzt kann ich ja wenigstens durch das Level durchrushen. Jetzt wo ich ja alles habe. Ist hier halt jetzt wirklich nur noch den Secret Exit betreten. Das sollte ja ziemlich einfach sein. Stimmt, kann Cranky nicht sogar diese Viecher hier weghauen? Ja. Also ich meine auch, wenn die ihre Schnauze voran haben. Ich glaube, das ist auch möglich. Oh. Wäre ich fast zu weit gerannt. Aber hier war sowieso ein Herz gewesen, also alles kein Problem. Nehmen wir uns hier noch die extra Münze mit. Und fallen ins Wasser. Ach was, er zerstört die sogar. Okay. Zerstört ihr auch die großen hinterher? Also die beim Secret Exit? Ach was, das geht auch. Krass. Alles klar. Dann ist Cranky wirklich gar nicht so schlecht für Unterwasserlevel. Vor allem kann man sich auch hinterher nochmal Dixie holen. So. Erst den normalen Exit nehmen und dann den, man muss ja sowieso das Level nochmal spielen. Also braucht man ja auch nicht direkt den Secret Exit zu nehmen. Also lohnt es sich dann... Was war das denn? Also lohnt es sich dann doch eher, erst Cranky zu nehmen. Ich glaube, er zerstört auch die Dinger hier. Ja. Habe ich es versaut? Ich habe es versaut, oder?
Ah, nein, habe ich nicht. Alles klar. Und hier auch das DK. Und schon wieder nur die Bananen. Ach komm. Die Münzen wären halt so viel besser. Vor allem, weil ich auch noch diese Sammlung da fertig machen will. Mit diesen Figuren. Alles klar. Haben wir noch Zeit für einen? Ja, doch. Locker. Locker haben wir noch Zeit. Dann auf ins Poco Loco Labyrinth. Ich glaube, den Level kenne ich. Und die Truhen im Hintergrund deuten es auch schon an, worum es geht. Aber mehr verrate ich erstmal nicht. Ich glaube, die verwandle ich in Münzen. Weil ich mit Cranky auch so hoch genug komme. Ja. Alles klar. Ah, Moment. Daran konnte ich mich nämlich noch erinnern, an dieses Secret. Ich glaube, ich gehe nochmal raus und probiere es dann nochmal. Weil es wäre halt dämlich, wenn ich nur wegen diesem Puzzleteil das Level nochmal machen muss. Übrigens, wer leitet eigentlich den Laden, wenn man mit Funky spielt? Macht das dann Cranky? Alles klar. Ich glaube, ich habe eine ziemlich, naja, dämliche Idee. Ja gut, was heißt dämliche Idee? Schlaue Idee, aber ich glaube, so soll es nicht gemacht werden. Wir nehmen einfach diesen Pinguin mit. Lassen ihn dann hier rüberlaufen. Was? Der geht nicht da hoch? Ah! Boah, ist das ein knapper Sprung. Das wäre richtiger Kack, wenn ich das jetzt nicht hinkriegen würde hier. Alles klar. Let's go. Das ist aber auch gemein, Mensch. Gibt's hier unten noch was? Das ist ein Secret Exit, oder? Da ist sowas von einem Secret Exit. Das riecht man doch schon. Wobei, wo soll der Secret Exit dann sein? Nee, ist auch gut möglich, dass da keiner ist. Gehen wir erstmal oben lang. Merken uns, dass die rote Truhe direkt am Anfang des Levels ist. Oh was? Der kann sogar die Haie wegmachen? Entspannt. Dann ist das ja richtig geil mit Cranky. Alles klar. Ja gut, ich muss aber auch sagen, ich habe Cranky nie wirklich gespielt. Und hier ist der rote Schlüssel. Alles klar. Ja, das hat man doch relativ eindeutig gesehen. Und was war das gerade? Okay, die Aufnahme läuft noch.
Aber ich weiß nicht, ob ich das Bonus-Level jetzt noch hinbekomme. Ja, doch. Ziemlich einfach. Habe ich aber Glück, dass es so ein einfaches Bonus-Level ist, weil ich musste gerade nachschauen, ob die Aufnahme noch läuft. Weil das irgendwie so ein bisschen rumgespackt hat. Und ich dachte, der rote Schlüssel wäre jetzt schon wieder. What the hell? Einfach so, ja, du hast den eingesammelt, aber der liegt da jetzt wieder. Hau ab. Und wir kriegen den grünen Schlüssel. Ich denke, ich gehe nochmal oben lang. Weil da war ja noch ein Weg rechts. So. Ich glaube, das ist aber der falsche Weg. Ja, hier schon das große Tor. Ah, jetzt müssen wir aber auch aufpassen auf die Luft. Ja, komm, mach schnell offener. Ach was. Wenn man eine Truhe öffnet, bekommt man Luft? Okay. Weil die von oben herabgesunken ist und noch Luft in sich hat, oder was? Interessant. Zack, weg mit dir. Was? Okay. Frag mich gerade, warum er nicht direkt die Truhe aufgemacht hat. Kann man hier durch? Nö. Alles klar. Die blaue Kiste. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, das sieht ziemlich verdächtig aus hier. Können auch Gegner rauskommen? Ich glaube, aus einem Ding kommen Minen. Also aufpassen. Ja. Ich frage mich aber auch gerade, wie weit ich gespielt habe, weil ich diese Welt hier schon so gut kenne. Nein, geh zurück. Boah, war das knapp. Wie knapp war das denn? Weil wenn ich diese Welt hier schon so gut kenne, dann habe ich bestimmt schon bis Welt 5 gespielt, oder nicht? Oh, und hier ist ein Bonus-Level. Krass. Doch kein Bonus-Level. Hä? Einfach nur eine geheime Passage anscheinend. Hm. Okay, da kann man runter. Einfach die Dinger weggekloppt. Oh, und es gibt sogar ein Puzzleteil dafür. Also nicht, dass man die Dinger wegkloppt, sondern fürs Bananen einsammeln, gehe ich jetzt mal von aus. Kann hier oben lang? Nö. Dann gehen wir weiter. Ja. Und da ist anscheinend doch kein Secret Exit, sondern einfach nur ein Rückweg. Machen wir das Ding weg. Gibt's hier nicht nochmal Luft? Hier unten sind wir noch nicht, ja. Ah, hier gibt's Luft. Hallo? Okay. Oh, und das hier ist auch die Passage, die wir eben von unten gesehen haben. Achso. Ich habe nur einen Ballon bekommen. Ich dachte, da wäre irgendwie ein Puzzleteil gespawnt. Oder so. Hau ab. Aber geht der Level noch weiter? Ja, muss er ja. Wir haben zwei Puzzleteile und das geht noch nicht. Wie lange geht das denn noch? Okay, hier haben wir das G. Hm.
Ein Puzzleteil fehlt mir, glaube ich, ne? Ja. Ach Mensch, wo war das denn? Ja, okay, werde ich dann ebenfalls noch nachholen. Ah, dieses Mal sogar Münzen. Alles klar. Ja. Wie gesagt, werde ich dann ebenfalls Offcam nachholen. Und damit würde ich dann erstmal den Part beenden. War krass, wir haben viel geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.